and the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull, Cringer became the mighty Battle Cat, and I became He-Man, the most powerful man in the universe. Only three others share this secret. Our friends, the Sorceress, Man-at-Arms, and Orko. Together, we defend Castle Grayskull from the evil forces of Skeletor. Und damit willkommen bei He-Man and the Masters of the Universe, dem Spiel für, ja, Leute, die einmal mal wieder klassisch absteigen wollen, hier mit eurem Lotkalf natürlich an Deck. Und ja, wir können dieses Spiel quasi verdanken, dass ich es gefunden habe, einem YouTuber, den ich da unten dann noch verlinken werde, sobald ich das Video veröffentliche. Und ihr werdet es nicht glauben, es ist eigentlich einer der besseren He-Man-Spiele, die hier rumkrauchen. Und wir schauen uns mal kurz in How to Play an. Okay, Attack. Und er haut uns immer direkt in die Screens zurück. Also qualitativ seht ihr, ist es nicht so hochwertig, aber die ganzen PlayStation- und Konsolenversionen waren, weiß Gott, nicht besser. Und das ist so ein klassisches Beat'em-up-Spiel, wie man es halt von damals kennt. Wir sagen einfach mal New Game und spielen auf Eternia. Und selecten unsere... Wir können übrigens alle möglichen Charaktere auswählen. Cringer und Walker und die Zauberin Skeletor sogar. Dann fällt mir der Name gerade nicht ein. He-Man natürlich und She-Ra natürlich auch. Hammergeil finde ich das. Ich nutze natürlich jetzt erstmal, oder ich will jetzt mal den lieben He-Man auswählen. Wir sind ready! Horlax sent his army of evil horde to Eternia. His plan is to capture all widgets because they know where diamonds of power are hidden. He already took over Snake Mountain, banishing Skeletor and Evelyn. Without diamonds of power, all beings on Eternia will slowly lose strength. Und da war ich ein wenig zu langsam. Nun denn, wir sind in Eternia. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Man muss ja wählen, wo man losstartet, okay. Bin mir gerade nicht ganz sicher, wie man das ganze Ding steuert. Damit nicht. Fängt ja schon gut an, muss ich sagen. Mist. Shift als... WASD, okay. He-Man! The hell? Es geht. Okay. Okay, die erste Runde geht uns ja mal voll ab. Okay. Also das ist Boxen schon mal. Wir sind zwar fast tot, aber das heißt ja nichts. Wir müssen noch irgendwie den... Also springen ist so und so.
Dass es gleich so hart anfängt, ist natürlich heftig. Also die Steuerung, mit der muss ich mich definitiv noch auseinandersetzen. Und der Typ kriegt... Ah, wirst du wohl... Natürlich, kriegt er voll aufs Maul. Oh Gott, oh Gott. Wer sind die denn? Au, 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 au. Alter, was geht? Und ja, voll umgehauen. Alter Schwede, das war wirklich mal ein Oldschool-Mashup vom Feinsten. Aua! Es geht. Boah! Und da hat uns das dann niedergelegt. Jetzt dürfen wir zumindest neu anfangen, das ist nice. Was haben wir hier? Also, einfach macht es uns das Spiel definitiv nicht. Alter! Okay, den... Alter, wie viele Gegner sind hier bitte? Boah. Boah, helles, helles, Hauptsache helles. Pfah. Okay, da geht's weiter. No, jetzt entfernt uns aus mein Auto, läuft. Geiler Move, geiler Move. Alter. Also die Angriffe hier in dem... Genau, der fällt uns erstmal drüber, logisch. Zum Glück braucht man ja keine Coins einwerfen, ich glaube sonst würde ich arm werden bei dem Spiel damals, für damalige Verhältnisse. Weil so hat man sich das damals eigentlich vorgestellt, diese Spiele, einfach mal richtig schön draufboschen. Wir haben glaube ich noch ein Leben über. Wir haben gerade mal die erste Stage hier. Wie viele Gegner sind, das ist echt heavy. Und hier können wir Dorfbewohner befreien, okay. Okay, da kommen wir jetzt noch nicht weiter. Okay, ah, die Zeit kommen nahe zustande, sehr gut. Und genau, der nächste. Das war, glaube ich, ein Spawnpunkt. Ist es wirklich ein Hackenslay? Da. Übelsten Sorte. Und wir kommen irgendwie an ihn nicht so recht ran. Und, ah, jetzt. Läuft. Ah, der lebt noch, okay. Und jetzt haben wir den ersten Boss hier, oder wie? Mantina. Und den kann ich mir jetzt gar nicht direkt erinnern. Den machen wir kalt. Los. Okay. Bitte. Nein. Okay. Okay, wir haben doch noch Crates. Ja, sehr gut. Bin ich beruhigt. Der ist aber schon ziemlich knackig. Bist du noch nicht? Meh, meh.
Alter Schwede, also einfach macht uns das Spiel wirklich nicht. Ja, dafür, dass er He-Man ist und noch boxen kann, ich muss hier noch echt nachlesen, ob man hier noch andere Skills hat, weil das kann es eigentlich echt nicht sein. Weil der Macht von Grayskull, I will kill you. Meh. Aber wir haben ihn bald doch. Das muss ja ausgehen. Und da haut es uns voll da nieder. Wir können es nicht mal wärmen. Nee. Komm, Mantena. Bei der Macht von Grayskull. Yes! Da kommt Grinchards Hilfe. Wie geil ist das denn bitte? Area complete! Yeah! Ja. So viel zu He-Man und der erste Stage. Auf Eternia. Das nächste Gebiet wäre jenes welches. Ich schätze mal, tut es mit A aktivieren. Und haben hier den nächsten Gegner. Bin mir nicht ganz schlüssig, was man ja. Genau, hier fällt man erstmal spontan runter. Man kann den Hero sogar selecten, okay. Ich bin mir auch nicht schlüssig, ob man. Ja, doch, man kommt hier drauf. Aua! Springen ist. Die Steuerung ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Also da könnte man noch einiges machen. Ich schätze mal, hier muss man drüber hüpfen. Okay, oder auch nicht. Irgendwie mit den. Kann mich nicht so richtig dran gewöhnen, um ehrlich zu sein. Hier kommt er nicht. Doch, hier kommt er an uns ran. Anyway, ich würde sagen, das ist He-Man, die Master of the Universe, ein Fanmade-Game. Ich wollte zumindest mal einen kurzen Einblick geben. Dieses hochwertige Spiel. Und. Ja, wie kommt man hier aus dem Game raus? X, C, D. Ah ja, genau. Endgame. Ich wollte euch zumindest mal kurz noch She-Ra zeigen. Und wenn es dann noch so gibt. Ja, machen wir einfach. Dann nehmen wir Skeletor mal einfach, wir wollen schon immer mal Skeletor spielen. Finde ich übrigens sehr interessant, dass man auch die Bösen wählen kann. Und er hat sich die Mission gemerkt, das finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Was heißt nicht schlecht, also wir sind jetzt hier in derselben Situation wie vorher. Was natürlich blöd ist, weil ich weiß immer noch nicht, was ich tun muss. Nein, das funktioniert nicht. Aber man hat halt, wie gesagt, denselben Skill. Vielleicht eventuell einen Spezialskill, den ich jetzt nicht finde. Aber ihr seht zumindest mal. Oh, es lässt sich genauso bitter steuern wie die damaligen Konsolenspiele. Jetzt sind wir zurück bei He-Man, auch interessant. Man kann die Sachen nicht besiegen. Ja. Danke fürs Reinschauen, würde ich sagen.
Das ist He-Man and Masters of the Universe. Wenn es euch interessiert, schaut es euch bitte selbst gerne an. Und ich werde dem Spiel demnächst sicherlich noch eine Chance geben, aber für heute sollte es ausreichen. Danke fürs Reinschauen, euer Lotkalf.